Hallo ihr Lieben, heute gibt es Milchreis, aber nicht in der klassischen Variante, sondern als knusprige Milchreisbällchen mit Zimtzuckerkruste und Kirschgrütze. Da diese Leckerbissen in Öl ausgebacken werden, habe ich in toller Kooperation mit FX auch noch nützliche Tipps und Infos für euch, wie ihr Fettbrände in eurer Küche vorbeugen und im Ernstfall schnell und sicher löschen könnt. Außerdem findet auch noch ein tolles Gewinnspiel mit 3 großen Preisen statt, aber dazu später mehr. Bevor es jetzt mit dem Rezept losgeht, möchte ich euch die Feuerlöscher einmal ganz kurz vorstellen. FX hat insgesamt 5 Modelle für die verschiedensten Einsatzgebiete. Sie sind speziell zur Anwendung gegen Entstehungsbrände im privaten Bereich entwickelt worden. Das Besondere an ihnen ist, dass sie treibgasfrei, explosionssicher und wartungsfrei sind. Im Gegensatz zu Pulverlöschern löschen sie Brände lokal und verteilen sich nach dem Gebrauch nicht im ganzen Raum. Später gehe ich auch nochmal genauer darauf ein, aber jetzt geht's erstmal los mit den Zutaten für den Milchreis, woraus später die knusprigen Reisbällchen gemacht werden. Ihr braucht 250 Gramm Milchreis, 1 Teelöffel Vanillepaste oder auch ein Päckchen Vanillezucker oder eine Vanilleschote, einen halben Teelöffel Salz, 2 Esslöffel Zucker und 1 Liter Milch. Außerdem braucht ihr auch noch Paniermehl, Zucker und Zimt für die Kruste. Für den cremig leckeren Milchreis werden einfach alle Zutaten in einen Topf gegeben und alles unter Rühren einmal aufgekocht. Sobald das Ganze kocht, kommt der Deckel auf den Topf und der Milchreis sollte für ca. 20 Minuten leicht weiterköcheln. Rührt dabei aber immer mal wieder um, damit nichts anbrennt. Nach den 20 Minuten wird der Topf von der Herdplatte genommen. Der Milchreis sollte dann nochmal 10 Minuten nachziehen und so könnte er dann auch schon ganz klassisch serviert werden. Aber da wir ja heute etwas anderes damit vorhaben, muss er erstmal komplett abkühlen. Wenn es soweit ist, kann schon mal das Fett in einem kleinen Topf oder einer Fritteuse erhitzt werden. Am besten auf 165 bis 170 Grad Celsius. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz erklären, wie Fettbrände im Alltag ganz schnell entstehen können und wie ihr euch in einem solchen Fall helfen könnt. Ein Fettbrand entzündet sich schnell von selbst, wenn Fett, zum Beispiel in einem Topf, zu heiß wird. Erst fängt es nur an zu qualmen, das passiert, sobald das Fett seinen Siedepunkt erreicht hat. In dem Fall sollte der Topf oder die Pfanne sofort von der Hitzequelle genommen werden und zum Beispiel mit einem Deckel abgedeckt werden. Geschieht dies nicht und dem Fett wird immer mehr Energie in Form von Hitze zugeführt, fängt es selbstständig an zu brennen. Hier ist es dann extrem wichtig, ruhig zu bleiben und den Brand auf gar keinen Fall mit Wasser zu löschen. Denn sobald Wasser auf einen Fettbrand trifft, kommt es zu einer heftigen Verpuffung, der sogenannten Fettexplosion. Wenn auch möglich, sollte dem brennenden Topf auch hier die Hitzequelle entzogen werden und ein Deckel darauf gesetzt werden. Hat sich der Brand aber schon zu stark entwickelt oder lässt sich dadurch nicht löschen, sollte er umgehend mit einem speziellen Fettbrandlöscher gelöscht werden. Wenn aber abzusehen ist, dass sich der Brand nicht mehr löschen lässt, schließt Fenster und Türen, verlasst den Raum und ruft sofort die Feuerwehr. Für einen solchen Fall sollte man aber immer abgesichert sein. Und deshalb sind gerade diese beiden handlichen FX-Fettbrandlöscher gegen Entstehungsbrände in der Küche und übrigens auch beim Grillen bei uns immer griffbereit. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit unseren Reisbällchen. Der Milchreis wird kurz durchgerührt und mit Hilfe von 2 Esslöffeln oder einem Eisportionierer zu Kugeln geformt, in Semmelbröseln gewälzt und vorsichtig ins heiße Fett gegeben. Sobald sie goldbraun und knusprig sind, sind die Leckerbissen fertig und werden erst kurz zum Abtropfen auf Küchenpapier gelegt und danach noch warm im Zimtzucker gewälzt. Aber was wäre Milchreis ohne Kirschgrütze? Dazu braucht ihr noch 1 Esslöffel Zucker, 1 Esslöffel Speisestärke, 1 Teelöffel Vanillepaste und 1 Glas Schattenmorellen
oder andere Kirschen, die ihr mögt, mit einer Gesamtfüllmenge von 670 bis 700 Gramm. Ihr gebt alle Zutaten in einen Topf und verrührt alles gut miteinander. Dann kommt der Topf auf den Herd und die Kirschgrütze wird einmal aufgekocht. Und dann kann das Ganze auch schon warm oder kalt serviert werden. Und jetzt, wie versprochen, zum Gewinnspiel. Mit toller Unterstützung von FX verlose ich drei große Pakete an euch mit jeweils einem FX 8.0 Biofeuerlöscher, einem FX 8.0C Autofeuerlöscher und zwei FX 3.0F Fettbrandlöscher. Um im Lostopf zu landen, beantwortet mir einfach folgende Frage. Wie viele Feuerlöschermodelle bietet FX zurzeit an? Schreibt mir die Antwort einfach in die Kommentare unter diesem Video und ihr seid dabei. Übrigens könnt ihr ab sofort mit dem Code KOCHKINO10 10% im Online-Shop von FX sparen. Den Link dazu findet ihr natürlich in der Infobox unter diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und drücke euch beim Gewinnspiel ganz fest die Daumen.